Hallo und willkommen, hier ist Binary, euer allerbester Freund. Und ich darf mit euch heute die Stanley Parable Demonstration spielen. Ist das nicht hammergeil? Das Spiel soll ja richtig toll sein und deswegen versuche ich es jetzt einfach mal mit euch zu spielen. Ja. Film ab. Stanley Parable Demonstration. Ja. Und nu? Ah, ja. Oh, okay. Gut, 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 gut. Ich schätze mal, ich soll da lang. Kalte Getränke. Nur 1,25 Dollar. Ich will Cola. Gib mir Cola. Cola, Cola, Cola. Ah. Kaputt. Okay. Stanley Parable Demonstration. This way. Okay. Sieht ja noch nicht so bombastisch aus. Gucken wir mal. Willkommen zur Stanley Parable Demonstration. Ihre Nummer ist 28. Wenn Ihre Nummer angezeigt wird, betreten Sie bitte den Raum. Danke und haben Sie eine schöne Demonstration. Die 27 wollte ich aber haben. Die 27 ist viel geiler. Warum gibst du mir die 27? Gib mir die 27. Rezeptionist 1. Gibt's noch mehr von dir? Sehr aufgeräumt. Muss ich die lassen? Sieht besser aus als bei mir zu Hause. Please wait for your number and then enter. Thank you. Gott, da muss ich ja noch 8 Zimmern warten. Nun gut. Warteraum. Ich hasse warten. Das ist Kunst. Eindeutig. Ja, so. Stanley Parable Demo. So ein Becher will ich auch haben. Ich kann den nicht aufheben. Wieso kann ich den nicht aufheben? Ah! Das ist die wohl beste Zeitschrift, die es gibt. DAX. Everything is okay. Das erinnert mich so an Twilight, wie sehr Maus gerastet ist. Everything fine, Twilight, everything fine. Was ist das? Indoors Magazine. Genial. Oh, verdammt, ich hab meine Nummer verpasst. Was? Okay, cool. Oh, das Spiel habe ich auch mal gespielt. Das ist toll. Das ist auch toll. Das kenne ich nicht. Grün. Ist grün zu grün. Oh, hallo, hallo, hallo. Willkommen zur Stanley Parable Live Demonstration. Es wird mir ein Vergnügen sein, dich bei diesem kleinen Einblick in die Stanley Parable zu begleiten. Echt? Die Spannung, genau so viel, dass du danach hungerst, mehr davon zu sehen. Wie aufregend, spürst du sie nicht, diese nervöse Anspannung? Nein. Die steigende Unsicherheit? Nein. Warum sonnen wir uns nicht in dieser Einstellung? Nur für so ein paar, sagen wir 20 Minuten. Nein. Bitte, für nur 20 Minuten, bewege dich keinen Millimeter. Nein. Bleib einfach komplett still und denke daran, wie aufregend es sein wird, die Stanley Parable Demo zu spielen. Ich habe Besseres zu tun, als jetzt 20 Minuten zu stehen. Oh, ich verstehe. Du bist so aufgeregt, du kannst kaum stillhalten. Ich sag dir was. Wir sollten diese nervöse Anspannung wegbekommen, bevor wir uns das Spiel genauer ansehen. Hier, ich zeige dir einfach mal bei einem kleinen Rundgang durch das Gebäude, was es eigentlich bedeutet, eine Demo für ein Spiel wie die Stanley Parable zu machen. Das kann nicht so schwer sein. Und warum ist da keine Tür, wenn da eine Tür sein soll? Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Warum einfach? In diesem Raum haben meine Mitarbeiter und ich eine lange Zeit verbracht, um eine Demo zu erschaffen, die genau und einwandfrei sämtliche Fragen klärt, was es mit der Stanley Parable auf sich hat. Und die dir genau erklärt, wie es sich spielt und wieso du echtes Geld dafür ausgeben solltest. Videospieldemos sind eine sehr trickige Sache. Wenn du nicht aufpasst oder das falsche Equipment benutzt, dann kann es vorkommen, dass die Spieler nicht wissen, worum es eigentlich geht. Ich weiß jetzt schon nicht, worum es geht. Demo Admin 10. Demo Admin 9. Wo sind die anderen 8? Ich glaube, ich sollte nicht zurückgehen. Das ist, glaube ich, nicht der Sinn und Zweck der ganzen Sache.
Wer war hier der Innenarchitekt, verdammt? Mann, 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 Mann. Den sollte man feuern. Und köpfen. Und danach nochmal feuern. Nur weil es so schön war. Ah, hier ein Beispiel für das eben angesprochene Equipment. Diese Knöpfe symbolisieren, wie wichtig deine Entscheidungen sind und was für einen großen Einfluss du damit auf die Handlung nehmen kannst. Mit den Knöpfen. Immerhin ziehen Entscheidungen enorme Konsequenzen nach sich. Bist du sicher? Wusstest du das nicht? Nein. Komm schon, wieso drückst du nicht einfach mal auf einen dieser Knöpfe und wir sehen mal nach, was deine Entscheidung über dich verrät. Du bist sicher, dass ein einzelner Knopf dir irgendetwas über meine Persönlichkeit verrät? Na gut, Ene, Mene, Miste, es rappelt in der Kiste, Flashbang war es nicht und ich bin nicht ganz dicht. Oho, wie interessant. Wusstest du, dass 49% der Leute, die diesen Knopf gedrückt haben, sexuelle Jäger sind? Hä? Weißt du, unsere eigenen Entscheidungen spiegeln immer unsere tiefsten Geheimnisse und unsere seelischen Abgründe. Ich bin keine sexuelle Bestie. Niemals. Perverser. Ey, beleidige mich nicht. Okay, was kann ich dir noch zeigen? Dieser Ort ist der Büffel des Game Designs. Nichts wird verschwendet. Echt? Na gut. Demo, Status. Na gut, gucken wir mal. Dieses Gerät zeigt dir an, ob du dich in einer Videospieldemonstration befindest. Wirklich? Ganz hier in der Nähe gibt es auch noch eine Maschine, die dir anzeigt, ob du dich in einer Maschine befindest. Die dir anzeigt, ob du dich in einer Videospieldemonstration befindest. Komplizierter geht's nicht mehr, oder was? Keine Gefahr. Nichts in dem Raum wird mich töten. Danke für den Hinweis, Arceus! Ich meine, Celestia! Arceus war ja jemand anders. Hast du es so eilig, dass die Demo anfängt? Nein. Keine Angst, wir sind fast da. Nein, ja, aber, Mann. Okay, Okay. Das wirst du interessant finden. Wir haben eine Wand entwickelt, durch die man durchgehen kann. Probier es mal aus. Sind wir hier bei Portal oder was? Bist du sicher, dass das sicher ist? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das ist etwas, das einfach nicht funktionieren kann. Oh, ist wohl noch nicht fertig. Hab ich doch gesagt! Okay, weiter geht's. Gott. Na, spürst du noch die Begeisterung? Nein. Auf gar keinen Fall. Die Begeisterung ist weg. Die Begeisterung ist weg, als ich diesen Lagerraum betreten habe. Eine der wichtigsten Dinge bei einer guten Demonstration ist es, dein Selbstwertgefühl aufzupumpen und dein Ego zu steigern. Außerdem sollte dein Selbstwertgefühl dadurch drastisch erhöht werden. Deswegen verwenden wir diesen Raum, um den Spieler mit Hilfe der Maschine, die du dort vorne siehst, mit billigen Komplimenten zu versorgen. Billig. Komm schon, probier's einfach mal aus und hör dir an, was wir so für dich vorbereitet haben. Ich bin nicht so der Typ, der auf billige Komplimente steht. Aber nur weil du es bist, auch ich dich nicht kenne. Oder den Mark. Oder irgendetwas anderes in der Art. Du meine Güte, ich habe noch niemals irgendjemanden auf der Welt gesehen, der so viel Uran in einer einzigen Sitzung konsumieren kann wie du. Uran. Konsumieren. Ernsthaft? Von allen Leuten, die ich kenne, die genau in diesem Moment in genau diesem Raum stehen, ist deine Leistung mit Leichtigkeit innerhalb der Top 5000. Vielleicht sogar in den besten 4600. Ja, wenn's weiter nichts ist. So weit würde ich doch nicht gehen. Hallo? Ich bin hier immer noch der Spieler. Du musst mir Komplimente geben und nicht irgend so ein, keine Ahnung. Das ist jetzt peinlich, aber mir fällt einfach beim besten Willen kein weiteres Kompliment mehr ein. Du hast mich wirklich absolut in dieser Hinsicht erschöpft. Mann, oh Mann, das bedeutet dann entweder du oder unsere Einrichtung hier hat einiges an Raum für Verbesserung. Ja, auf jeden Fall. Gut, was steht als nächstes an? Nach 2 Komplimenten bist du schon aufgebraucht? Hallo? Was bist du eigentlich für ein, nennen wir es mal, Freund? Was ist das? Hier ist nichts. Ach nee, echt? Im Hauptspiel allerdings wird es sehr viele Orte geben, an denen es nichts gibt. Wenn du diese oder ähnliche Spielerfahrungen magst, dann könnte die Stanley-Parabel genau das richtige Spiel für dich sein. Warum sollte mir ein Raum gefallen, in dem absolut nichts ist? Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Dieser Raum ergibt keinen Sinn. Dieses ganze Parabel ergibt keinen Sinn. Was soll denn das? Was ist das? Die geht nicht auf. Isolationskammer. Nee, da will ich nicht rein. Was haben wir hier? Okay.
Nun, dies ist der Ort, an dem wir unsere Geschichten entwickeln. Ernsthaft? Diese Boxen verwandeln Text in rohe Emotionen. Ernsthaft? Nur zu, geh in eine der Boxen und fühle die überwältigende Macht der narrativen Exposition. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich soll. Irgendwie machst du mir Angst. Aber okay. Ich weiß es nicht. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Nicht? Ich frage mich, wie es wohl aussieht in mir drin. Das weiß ich nicht. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass alles kaputt ist. Verletzt, zerfetzt, zerrissen, zerbissen. Es sieht nicht schön aus. Es ist furchterregend. Erschreckend. Für jeden glücklichen Menschen, den es gibt. Und für die anderen, die Unglücklichen, vielleicht fühlen sie mit mir. Ja, sie kennen das Gefühl. Vielleicht sind sie ja glücklicher ist, als du. Wie man an einer Kreuzung steht. Es hat tausende von Wegweisern, doch nirgends ist ein Weg. Ja, genau, ja, tausende von Wegweisern, klar. Wer's glaubt? Ein Abenteuer wünsche ich mir mit dir. Mit nur mir? Nur mit dir. Lagerfeuer, nur wir zwei. Wie schön das wäre. Sag Nein. jetzt nichts ich will kein und schau Abenteuer dir mit mir die Sterne an. Lass mich in ich Ruhe. Ich hoffe, du weißt, dass ich ohne dich nicht leben kann. Da, 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 da. Niemand kennt mich so wie du. Keiner ich kenn weiß, ihn überhaupt wer ich nicht. Bin. Und jetzt träumst du dich mit mir weit weg von hier. Sag jetzt nichts und schau dir mit mir die Sterne an. Ich hoffe, du weißt, dass ich ohne dich nicht leben kann. Wir sind doch gar jetzt keine Sterne. Oder nie. Es ist ein perfektes Gefühl. Lass mich in Ruhe. Verdammt. Mein Gott. Oh, du warst in beiden Boxen? Ja. Wie verwundbar von dir. Wieso von mir? Wenn du zu irgendeinem Zeitpunkt während der Demo merkst, dass du weinen musst, sag mir Bescheid. Wovon? Important rules. Get right to gameplay. Get a brief summary of the game's plot rather than the full explanation. Sorry, my English is not so very great. Ah ja. Player nicht verwirren. Genau. Kunst. Flashpan würde das gefallen. Aha, der vielleicht wichtigste Raum der gesamten Demo. Denn hier werden wir entscheiden, ob die Demonstration Erfolg hatte oder nicht. Ich glaube nicht. Ob du den... Nein, du kannst dich doch jetzt noch nicht entscheiden. Du hast die Demo doch noch gar nicht gespielt. Ja, aber ich bin doch gerade... Wir haben so viel Zeit und Aufwand in das Erstellen dieser Demo gesteckt. Wäre es nicht eine Schande, wenn du jetzt einfach das Spiel bestellst, ohne überhaupt eine Ahnung zu haben, was es ist? Ich weiß doch gar nicht, was es ist. Mach in Ruhe. Du hast später noch genügend Zeit, dich zu entscheiden. Ja, aber ich weiß... Aber ich bin doch in der Demo. Ich bin doch in der Demo. Was willst du... Aber... Gott. Ausgang, 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 raus hier, raus hier, raus hier. Tür zu, mach die Tür zu. Und da hast du's. Alles, was man wissen muss, wenn man eine Videospieldemo macht. Ich weiß will. Doch gar nicht, Mann, aber, was hast du mir jetzt überhaupt gezeigt? Wie gar auch nichts. Immer, es ist immer noch wichtig, dass wir Sicherheitsvorkehrungen treffen. Ach nein. Bitte lies dir in aller Ruhe durch, welche positiven und negativen Effekte das Spiel in der Demo haben kann. Wenn du damit einverstanden bist, dass du zu 100% dafür verantwortlich Not gemacht wirst, sollten Demo. Dir während des Spielens der Demo seelische oder körperliche Langzeitschäden zugefügt werden... Dann drücke jetzt nicht den großen roten Ablehnen-Button in der Mitte des Bildschirms. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Gar nichts? Keine Zweifel? Ganz sicher? Alles klar. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass du eines oder mehrere der soeben genannten Symptome erfahren solltest, sollten wir ein Signal ausmachen, mit dem du mir mitteilen kannst, dass ich die Demo sofort beenden soll. Vielleicht mit Mach's aus? Bitte geh in den Tanzparameter. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Okay. Bitte performe einen Tanz. Okay. Doing, doing. Dein Tanz wurde aufgezeichnet. Für den Fall, dass du dich während des Spielens der Demo unwohl das fühlst, kommt aber nicht nach YouTube, einfach verstanden? Genau diesen Tanz auf und ich werde sofort veranlassen, dass die Demo beendet wird. Mach's aus. Alles klar. Alle Vorbereitungen wurden getroffen. Wir sind nun endlich bereit. Bist du bereit für... Nein. ...die Stanley Parable? Hätte man das nicht schon vor 10 Minuten machen können? Hm.
Okay. Mal gucken, was jetzt wieder für ein Quatsch kommt. Moment mal. Warte, was? Was machen wir hier? Waren wir nicht... Willkommen zur Stanley Parable Demonstration. Ihre Nummer ist 29. 28! Wenn Ihre Nummer angezeigt wird, betreten Sie bitte den Raum. Danke und haben Sie eine schöne Demonstration. Nein! Nein, ich will raus! Lass mich raus! Lass mich... Mann! Oh Gott! Was ist... Okay, hier ist irgendwas komisch. Ich muss wohl was falsch gemacht haben. Geh einfach zurück in den grünen Raum und wir starten die Demo nochmal neu, okay? Bist du sicher, dass das sicher ist? Aber ich bin da noch gar nicht dran. Na gut, ich gehe einfach. Du weißt schon, dass hier niemand die Nummern überprüft. Also du könntest jetzt einfach durchgehen. Im Grunde sogar in dieser Sekunde. Ja. Hey, was soll das? Macht es dir so einen Spaß, hier zu sitzen und zu sehen, wie die Nummern runterzählen? Ich geh doch schon. Ganz langsam? Okay, Stanley Parable Demonstration Take 2. Genauestens zu erfahren, worum es in der Stanley Parable geht, jetzt! Okay. Aber diesmal. Übertrieben. Was ist das? Ja, das frage ich mich auch. Eine 8. 8. 8. Warte, was? Das ist nicht die Stanley-Parabel. Das ist ein Spiel, in dem du einen Knopf drückst und irgendjemand sagt 8. Aber da steht doch die Stanley-Parabel. Nicht nur geht es in der Stanley-Parabel absolut nicht darum, immer und immer wieder die 8 zu drücken, sondern ich kann dir auch garantieren, dass dieser Knopf in dieser Form nicht im finalen Spiel vorkommen wird. Kannst du mich mal ausreden lassen, verdammt? Wieso ist das Ding hier anstatt der Demo? Irgendwie muss die Demo weggekommen sein. Ja, ich bin mir absolut sicher, dass hier vorher eine Demo war. Irgendwas muss schiefgelaufen sein. Irgendwas muss schrecklich schiefgelaufen sein. Mann! Wir müssen dich ganz schnell hier rausschaffen, bevor du noch anfängst, die Stanley Parable mit diesem komischen 8-Spiel in Verbindung zu setzen. Weißt du was? Wir müssen hier raus. Ganz schnell. Du darfst nicht in diesem Raum bleiben. Nein! Los, geh. Raus. Weißt du was? Seitdem ich auf dich höre, habe ich nur Probleme am Hals. Das ist das ganze confuse Ding hier. Weißt du was? Nein, ich bleibe hier. 8. Ich werde jetzt aus Protest nur diesen Knopf drücken. 8. Bäh. 8. Okay, nur für den Fall, dass du mich falsch verstanden hast. Dieses gehört nicht zur Stanley-Parabel. Es hat nichts damit zu tun. Sehr gut. Was du gerade gemacht hast, war ein Spiel, in dem man wieder und wieder auf einen Knopf gedrückt hat und es danach 8 gesagt hat. Vielleicht klickst du ja wieder und wieder auf diesen Knopf in dem Glauben, dass du gerade die Stanley-Parabel spielst. Ja, tu ich doch. Aber ich möchte dich noch ein einziges Mal daran erinnern, dass es damit absolut nichts zu tun hat. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es so ist. 8. Und ich mag diesen Knopf. 8. 8. 8. 8. 8. Das macht nicht mal Sinn. Ich meine, wieso hätte ich dich durch die gesamte Einrichtung führen sollen, nur um dir danach ein Spiel zu demonstrieren, in dem man nichts machen kann, außer eine Zahl zu hören? Ja, das frage ich mich seit 10 Minuten. Der Wartesaal, die Gänge, der grüne Raum, alles nur ein Aufbau, um dich zu diesem einen bescheuerten Spiel zu führen. Warum sollte ich so etwas tun? Weiß ich nicht. Wieso verbringst du so viel Zeit mit diesem Spiel? Weil das besser ist als alles andere. Siehst du irgendwas, das ich nicht sehe? Ja. Guck mal, da ist ein Knopf und eine 8. Und guck mal, hier hinten ist nicht frisch gestrichen. Das müsstest du dringend mal überholen. General überholen. So rum. Mensch. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. Okay, einigen wir uns darauf. Es ist nicht möglich, dass du denkst, dass dieses Spiel etwas mit der Stanley Parable zu tun hat. Doch. Dafür habe ich dich viel zu oft darauf aufmerksam gemacht. Nein. Was bedeutet, dass du dich bewusst dazu entschieden hast, die Demo so weit es geht zu verschieben? Nein. Ist es etwa so? Nein. Hast du etwa Angst vor der Stanley Parable? Ja. Es kann natürlich auch sein, dass du mich einfach nur nicht hörst. Doch. Weil die 8 alles übertönt. Nein. Aber das führt mich zur nächsten Frage. Wieso spielst du dieses Spiel überhaupt noch? Keine Ahnung. Mann, das ist doch echt unglaublich. Hör mal zu. Ich bin den weiten Weg gereist, extra aus Equestria hierher, um mir da ein komisches Spiel anzutun. Und jetzt versuche ich hier einfach nur eine Runde zu spielen. Und die ganze Zeit führst du mich durch irgendwelche beschissenen kleinen Gänge. Und jetzt stehe ich hier vor einem großen Knopf mit einer 8. Und weißt du was? Ich mag diesen Knopf, deswegen drücke ich da jetzt noch einmal drauf. 8. Und nochmal. 8. Und nochmal. 8. Ich mag diesen Knopf, okay? 8. Du findest das wohl wirklich lustig, oder? Ja! Das Gefühl, einen Knopf zu drücken und es sagt 8. Ah. Ja, ist schon klar. Ja. Ich meine,
Ich zerbreche mir den Kopf darüber, aber ich komme der Sache einfach nicht auf die Schliche. Ja, es könnte an deinem minderbemittelten Ich denke mal, ich sollte so etwas erwarten, wenn du die einzige Person bist, die 20 Minuten lang im Wartesaal sitzt. Wenn du aber zu unserer Zielgruppe gehörst, sollte ich mir vermutlich Sorgen wegen unserer Verkaufszahlen machen. Was soll das denn bitte schon heißen? Soll das heißen, dass ich inkompetent bin, um dein blödes Spiel zu spielen? Das Lustige ist ja, du hast die Stanley Parable noch gar nicht gespielt und trotzdem verschwendest du deine Zeit hiermit. Ja, aber ich bin noch mittendrin. Ist das hier schon direkt besser als deine Erwartungen, die du an das Spiel hattest? Nein. Dann los, spiel die Demo. Hast du etwa schon so einen gefestigten Eindruck von der Stanley Parable? Was habe ich dir angetan, dass du denkst, dass es so wenig Spaß machen würde, dieses Spiel zu spielen? Okay, lass es mich mal zusammen. War es der Tanz? Nein. Ja, ja, das war bestimmt der Tanz. Alle hassen den Tanz. Ja, das... Aber, ich bereue es auch. Hör mal zu, du hast mich gegen eine Wand laufen lassen, hast mich mit Emotionen vollgeschmissen, hast mir billige Komplimente an die Wand geworfen und hast gesagt, ich bin ein sexuelles Biest. Dieses Ding, diese 8, ist besser als alles, was du mir jemals hättest bieten können. 8. Das Gute ist aber, wenn das hier schon dein Maßstab an Qualität ist, dann wirst du total begeistert von der Stanley Parable sein. Ich bin begeistert von diesem Spiel. Sie alle werden platzen vor Neid, wenn du ihnen erzählst von dieser wahnsinnig tollen Spielerfahrung, die du hattest, als du ein Spiel gespielt hast, in dem du einen Knopf gedrückt hast, der 8 sagt. Oho, ich kann es kaum erwarten, dass gleich deine gesamte Weltanschauung auf den Kopf gestellt wird und dann wieder von dir zusammengebastelt werden muss. Hör mal zu, wenn ich jetzt zu Flashbang gehe und ihr sage, dass ich ein Spiel gespielt habe, auf dem ich einen Knopf gedrückt habe, das 8 sagt, ne? Dann wird sie ausflippen, weil sie mal wieder nicht versteht, um welche Kompetenz es sich dabei handelt. 8! Weißt du eigentlich, wie viel Feingefühl und Motorik man für so einen Knopf braucht? Oh, ich weiß genau, was hier läuft. Du bist so begeistert von diesem Spiel, dass du damit so lange nicht aufhören wirst, bis dein körperlicher Zustand dich in die Knie zwingen wird. Ich werde warten. Ja, dann warte mal. Nun, ich sag dir mal was. Ich werde einfach so lange hier warten, bis du keine Lust mehr auf das 8-Spiel hast. Ich bin mir absolut sicher, die Stanley Parable wird auch noch da sein, wenn du irgendwann mal fertig bist. Ich bin fertig. Gut, ich werde auf dich warten und so lange in deinen persönlichen Daten herumgucken. Nimm dir so viel Zeit, wie Moment du willst, mal. Das 8-Spiel zu spielen. Was? Ich werde so lange deine E-Mails lesen. Nein. Lass meine E-Mails in Ruhe. Lass alles in Ruhe. Was soll das? Nein, hör auf damit. Oh, du bist ja fertig. Gut, was hältst du denn davon, wenn du einfach wieder an den Anfang gehst und wir starten einfach nochmal von vorne? Nicht dein Ernst? Gott. Hätte ich gewusst, auf was ich mich hier einlasse, wäre ich zu Hause in meinem Bettchen geblieben. Weißt du was? Jede Wolke ist bequemer als das hier. Jede Gewitterwolke. Willkommen zu Ja, Parabel. Das hatten wir doch alles schon. Ihre Nummer ist 30. 30? So. Und jetzt? Okay, nehmen wir uns mal eine Minute. Du hast dich hingesetzt, um diese Demo zu spielen. Ja. Das bedeutet, dass auch du einen großen Einfluss darauf hast, was hier passiert. Nein. Nun, ich kann dir versichern, dass ich keine Ahnung habe, wie es zu diesem 8-Spiel gekommen ist. Anscheinend aber doch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du irgendetwas damit zu tun haben wie dürftest. Wie kann ich das machen, bitteschön? Nimm dir an dieser Stelle mal etwas Zeit und denke darüber nach, was du alles falsch gemacht hast. Ich hab nichts falsch gemacht. Danach überlege dir, wieso du nur so wenig Respekt dieser Demo gegenüber erweist. Nicht dein Ernst. Wundervoll. Ich habe förmlich gespürt, wie du tief in dich gegangen bist. Ja, genau. Nun, dann gehen wir mal weiter. Ich habe das Gefühl, jetzt könnte es eventuell funktionieren. Wenn du meinst. Also denn, hier in diesem dritten Anlauf werden wir endlich verstehen, was es mit der Stanley Parable auf sich hat. Lasst die Demonstration beginnen. Weißt du, was mir gerade auffällt? Wie zum Geier kommen diese Fahrzeuge in diesen Raum? Es gibt keine Garagentür oder so etwas. Nur diesen einen Eingang. Wie kommen diese Fahrzeuge hier rein? Hat jemand die Fahrzeuge hier zusammengebaut, in dem Glauben, dass sie für immer hier stehen bleiben werden, nur weil sie als gute Raumdeko dienen könnten? Das ergibt keinen Sinn! Dieses ganze Ding gibt keinen Sinn. Diese Fenster ergeben keinen Sinn. Warum ist es da dunkel? Warum ist es da dunkel? Ich gehe nicht in den Darkroom wegen dir. Hallo? 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 Was?
Es ist doch noch nicht vorbei. Das kann doch nicht das Ende sein. Alles, was dir zeigen sollte, dass die Stanley Parable ein Spiel ist, das deine Zeit und dein Geld wert ist. Ja, aber... Es war hier, irgendwo. Nein. Ach, wir müssen dich herausholen. Wir müssen irgendwas für dich finden, das du tun kannst. Diese Demo darf nicht so enden. Ja, aber die Demo ist doch schon zu Ende. Da, diese Tür. Nicht dein Ernst. Aha. Okay, ja, das ist neu. Das ist anders. Ganz sicher muss es hier ja wohl irgendwo ein Spiel geben. Mal sehen. Wie wäre es denn mit der Tasse? Geh und heb die Tasse auf, ja? Warum sollte ich das tun? Was hat das für einen Sinn und für einen Zweck? Was hat das für einen Nutzen, diese Tasse jetzt aufzuheben? Okay, jetzt leg die Tasse in den Eimer. Warum sollte ich eine gut funktionierende, noch intakte Tasse in den Mülleimer schmeißen? Du hast es geschafft, du hast gewonnen. Weißt du, ich glaube, du kommst zu das Gewinnen, ein Achievement. Was? Wow, die Stanley Parable wird einfach immer besser und besser. Also, lass mich mal einen kurzen Überblick verschaffen. Gestützt auf das, was du bisher gesehen hast, würdest du dir die Stanley Parable kaufen? Nein. Gestützt auf das, was du bisher gesehen hast, würdest du dir die Stanley Parable kaufen? Gestützt auf das, was du sagtest... Was für eine genaue Definition des Spiels. Ich bin von der Qualität der Vollversion überzeugt. Nein. Ach, unglaublich, du hast es also doch verstanden. Nein. Ach, und ich hatte schon solche Angst. Na, ich wollte einfach, dass du erkennst, dass die Stanley Parable etwas ganz anderes und etwas ganz Besonderes ist im Vergleich zu den anderen Spielen. Ich wusste gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Lass mich in Ruhe, verdammt! Aber das haben wir schon lange hinter uns gelassen, nicht wahr? Also, gehen wir weiter und kommen zur letzten Frage. Ende, wo bist du? Gib mir mal eine Sekunde, Leute. Ich muss mal ganz kurz etwas tun. Sorry, Leute, aber das war wichtig. Ablehnen. Er funktioniert nicht! Das ist es? Ja, so sollte die Demo enden. Das ist das Ende, das wir eigentlich vorgesehen hatten. Und ich denke, es ist Zeit zu ermitteln, ob du die Stanley Parable weiterempfehlen würdest oder nicht. Auf gar keinen Fall! Und alles läuft hierauf hinaus. Bitte überlege es dir gut, was du sagst. Viel steht auf dem Spiel. Gut, sehr gut. So, weißt du was? Ich bin kein sexuelles Biest. Ich laufe nicht mehr gegen Wände und du darfst mich auch nicht mehr mit Emotionen beschmeißen. Du darfst mich nicht mehr in Räume schicken, die, keine Ahnung, nichts enthalten. Dann will ich kein paar Tanz auf YouTube von mir finden. Und vor allem will ich nicht mehr in einen Raum, obwohl der ganz lustig war, in dem man nur auf einen Knopf drückt, auf der 8 rauskommt. Mir gefällt diese Demo nicht. Raus! Warum funktioniert das nicht? Funktioniert es? Bist du sicher, dass du auf den Knopf gedrückt hast? Ja! Was? Nein, wir haben die Demo doch beendet. Aber hat es schon wieder neu gestartet? Nein. Hallo? Lass mich raus. Hallo? Lass mich raus, bitte. Wir haben die Demo schon fertig. Sie sagten, sie mögen es. Ich brauche jemanden, der die Demo beendet. Raus hier. Versuchen wir irgendwie hier wegzukommen. Ja, lasst mich doch einfach gehen. Ich bin doch so unschuldig. Lass mich gehen. Lass mich doch einfach. Na! Oh nein, was ist denn hier los? Wo sind denn alle? Okay, nach links. Diese Treppe da runter, ja? Was ist hier los? Was, aber wieso und weshalb und was... Gott. Verdammt. Nein, aber Mann, ich will da nicht rein. Oh Gott. Oh, Ruhe und Frieden. Na endlich. Nun, ich denke, wir können uns wohl darauf einigen, dass ich versagt habe. Ja! Mein Job war es, ein Lehrer zu sein. Bisschen schlechter Lehrer. Und ich wollte dir unbedingt beibringen, was an der Stanley Parable so besonders ist. Was sie toll macht. Aber das konnte ich nicht. Nun ja, auch auf die Gefahr, dass du dich schon gar nicht mehr für die Stanley Parable interessierst. Ich will das hier... Glaubst du, dass irgendwas davon im eigentlichen Spiel vorkommt? Ja! Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Ich meine, was wäre das denn für ein Quatsch? Ich habe jedenfalls die Nase voll davon. Ich will doch nur noch keine raus. Türen mehr, keine Demonstrationen mehr. Ich bin ein mehr, Star! Lass mich Enden. Raus! Das ist das andere Problem mit diesem Spiel. Wie kann ein einziges Spiel so viele Enden haben? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Ich habe keinen Bock mehr. Oh, aber alles am Anfang. Damals.
Noch keine Verwirrung, alles war noch schön und gut, keiner wusste irgendetwas davon, wohin es noch alles führen würde. Das waren noch Zeiten. Ja, das will ich, ein Spiel des Beginns. Hey, erinnerst du dich, vor ein paar Minuten, als wir uns das allererste Mal überhaupt getroffen haben? Das ist mittlerweile eine halbe Stunde her. Und ich habe dir gezeigt, was wir alles benutzt haben, um die Demo zu machen. Und ich dachte, es gäbe wirklich eine. Nicht nochmal. Dann waren wir damals naiv. Wir wussten noch überhaupt gar nichts von der Welt. Aber und dann, als wir wieder im Warteraum waren, obwohl du das schon längst fertig hattest. Lass mich raus. Ja, das war alles so wundervoll und es ist immer noch so präsent in meinem Kopf. Nein, bitte. Und dann haben wir dieses Spiel mit der Tasse gespielt und du hast gewonnen. Und dann sind wir durch diesen langen, dunklen Tunnel gegangen und dann kamen wir an einer Treppe an. Wir sind einfach immer höher und höher und höher, Stock für Stock gestiegen und ich dachte, es würde überhaupt gar kein Ende mehr nehmen. Keine Treppe. Und dann waren wir auf so einem langen Steg und ich wusste überhaupt gar nicht, was da unten war. Wusstest du es Hilfe, etwa? Hilfe, wir gingen weiter und fanden diesen Aufzug, auf dem groß Flucht geschrieben stand. Wir haben einen Moment darüber gesprochen. Was? Ob es wirklich so stimmen könnte, wie es dort steht. So gut, um wahr zu sein. Bitte, doch mach wir die haben Tür uns entschlossen, auf. Es zu probieren. Bitte. Um wenigstens das Abenteuer Lass zu erleben. Aus, Mama. Also stiegen wir ein und wir fuhren rauf, immer weiter. Und wir hatten die Hoffnung, dass es ein Ende finden würde, aber hatten keine Ahnung, wo. Bitte. Und dann nach so langer Zeit Lass hat es endlich raus. Angehalten. Und wir kamen heraus in eine weite, offene Landschaft. Die Bäume, das wilde Leben. Bitte? Ein neuer Sonnenaufgang über dem neuen Pfad, der vor uns lag. Freiheit. Wir waren frei. Bitte? Es gab nichts zu wissen und nichts zu denken. Nur Mami. Du und ich. Gemeinsam an diesem Ort. War es nicht so wunderschön? Nein. Lass mich heraus. War dieser Moment nicht so einzigartig und wundervoll schön. Nein. Wir waren frei. Ich war frei. Hallo? Ich höre was, aber hier ist niemand. Lass mich in Ruhe. Nie wieder. Nein. Nie wieder mache ich sowas. Auf Wiedersehen.